So. Kannst ja... Oh, ich glaube, das war nicht gut. Kannst ja nochmal zeigen, wenn du magst. Wenn ich es schon gespielt haben sollte. Ah. War auch zu langsam, ja. Shit. Nein. Ah, shit. Warum springe ich da? Aber es ist ein nice Level, gefällt mir. Na, verdammt. Das war wieder sehr knapp. Und jetzt nicht zu weit springen. Nice. Ja, sehr schönes Level. Das mit dem Lava auf und ab, das habe ich, glaube ich, noch in keinem anderen Speedrun gesehen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Gut. Das nächste Level ist vom Snake. Gucken wir mal, ob ich das schon gespielt habe. Aber ich kann es ja einfach nochmal spielen, wenn du magst. Nee, das habe ich noch nicht gespielt. Okay. Gut. Schauen wir uns das mal an. Ah, okay. Aber ich mag ja so Speedruns. Jo. Nice. Schönes. Kurzes Speedrun-Level. Keine besonderen Kniffe dabei, trotzdem schön gemacht. Danke fürs Einsenden, immer wieder gerne. Apropos, was ich letztens gesehen habe, er ist noch nicht im Stream, ich weiß noch nicht, ob er heute kommen wird, aber guckt mal, was ich hier letztens entdeckt habe, was heißt letztens gestern. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, auf Platz 22, da ist der Fluxy. Mit seinem 20 Seconds Auto Switch Madness. Gestern war er noch auf 20. Habe ich vorhin nur kurz zufällig gesehen. Ja, krass, ne? Und jetzt an der Beliebtheitsliste auch noch auf Platz 22. Gestern war es 20. Gut, ne? Jo. Gut. Kombi, du bist noch da? Jo, alles klar. Dann schauen wir uns mal dein Level an. Choose wisely. Ah, okay, Rätsel, ja. Rätsel liegen mir ja richtig gut. Da erinnere ich gerne an... Letzte Woche irgendwann, oder vorletzte Woche im Stream, wo ich, glaube ich, eine Stunde für ein Rätsellevel, ein ganz kurzes Rätsellevel gebraucht habe. Pick one. Soll ich denn einen wählen? Ah, okay. Ah, ich glaube, ich habe so ein Level schon mal gespielt. Da sehe ich hier schon, was gleich kommt. Und hier muss ich jetzt entscheiden, welches Item ich dafür nehmen will, ne? Kann das sein? So in ja, nicht ganz. Ja, doch, so, ja, ne? Ah, genau, jetzt kann ich hier lang, genau, ja. Habe ich letztens schon ein Level gespielt. Die Idee fand ich echt cool, war neu für mich. Ja, und hier nehmen wir...
könnte man wahrscheinlich auch klein schaffen, ne? Ich nehme... Nee, falsch. Ach, da klar, da komme ich ja gar nicht erst runter. Genau das ist mir nämlich... genau das ist mir in dem, Level, das ich letztes Mal gespielt habe, wo ich das erste Mal so gespielt habe, auch passiert. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, okay. Man denkt, oh, ich nehme lieber mal den Pilz, falls ich getroffen werde. Aber das ist falsch. So. Da müssen wir es halt so schaffen, ne? Na, geh rein da. Okay. Na. ja, der Gelsenbot. Der checkt das nicht. Das wirst du dem noch ein paar Mal erzählen müssen. Ja, okay. Hier werde ich das nehmen müssen. Ich hoffe, ich sehe auch in Zukunft mehr von solchen Leveln. Das ist echt cool. Die Idee ist richtig gut. Okay, ja, mit der Feuerblume würde ich sagen, komme ich hier nicht weit, ne? Da muss ich mich nur ein bisschen beeilen. Kriege hier keinen Stern nach, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man, warum auch immer, zu langsam ist, obwohl man könnte man sich gegen... Wenn ich gegen den Swamp laufe, sterbe ich dann? Weil sonst wärst du hier ja praktisch gefangen, wenn du nicht sterben kannst und aber keinen Stern mehr bekommst. Ja, aber ein schönes Level. Bin schön. Ja, man stirbt dann okay. Jo. Stimmt, das war ja dein Level-Kombi. So, danke fürs Level, damit ist die Queue wieder leer, wenn ihr wollt, her damit, sonst schaue ich mir vielleicht mal, ihr seht, ich habe hier, ich spiele regelmäßig die ersten Level aus der Beliebtheitsliste, aber würde ich hier die hier vielleicht einfach mal weiter durchgehen, die ich noch nicht habe. Sonst schaue ich mir gleich auch nochmal ein paar Baumeister an, die ich als Favoriten habe. So, schauen wir mal, was uns das hier so bringt. Oh, oh, Hammerbrüder. Oh, das habe ich übersehen. Ah, aber immerhin nochmal ein... Alter, der folgt mir hier. Bleib mal schön da unten. Nice. Das war ja richtig, richtig gut. Okay. So, einmal hoch. Nee, ich hab noch ein Level eingesendet. Nice. Schau ich mir hier nach an. Ah, der hatte sogar den Schlüssel. Okay. Oh, ich hasse Eis. Oh, das schaffe ich aber noch. Okay, nice. Ah, daneben. Nice.
Oh, viel zu wenig Schwung gehabt. Bleibt immer schön da, ihr Buhus. Uiuiui. Bleib weg von mir. Oh, noch ein Checkpoint, okay. Das war knapp. Ui, das auch. Ah, Bum Bum. War best friend. Nochmal Bossfight. Na, ich verstehe. Oh, verdammt. Hör mal auf zu werfen hier. Allgemein gefährlich. Ah, verdammt. Oha, das war knapp. Nice. Hätten wir. Heute bestimmt wieder 4 Stunden Sinking City gezockt. Es ist so gut. Ja, nice. Freut mich, wenn es so viel Spaß macht. Waren wir hier nicht schon? Ah ne, das war anders, ne? Genau. Oh, und da ist das Ziel. Ja, auch nicht schlecht, das Level. Bisschen dimensionsmäßig. Aber jetzt ist das Level vom Snake wieder dran. S89VMMA0E. Make your way to the goal while jumping on dangerous bonsai bills. Ja, guck mal, habe ich schon gespielt. Genau, das ist aber cool, das Level, das spiele ich gerne nochmal. Zeig das hier einfach mal. Hat mich auch ein paar Minuten gekostet, aber ist echt cool. Ach, das ist mir häufig passiert, dass ich da aus Gewohnheit zu früh losspringe. Da hatte ich aber, ich zeig dir gleich mal an welcher Stelle, letztes Mal 3-4 Mal hintereinander, da musste ich mich, habe ich mich immer wieder sterben lassen praktisch. Hatte ich immer wieder einen Bug. Und zwar kam da ein Bullet Bill nicht. Ja, klar. Weiß nicht wieso, ob das ein Bug war, ob ich irgendwie scheiße stand und der deswegen falsch getriggert wurde oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann gefühlt danach. Irgendwann kam er auf einmal wieder, obwohl ich eigentlich nichts anders gemacht habe. Und zwar hier, der ganz rechts, auf den ich jetzt zuerst springe. Der kam nicht. Man hat es trotzdem geschafft. Also man wird es trotzdem schaffen. Aber irgendwie kam der ein paar Mal nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, ob das ein Bug war, keine Ahnung.
Und so. Genau, und den braucht man nämlich auch nicht, den letzten. Ah, das war eine Reset-Tür, ne? Guten Abend, Megai. Willkommen im Stream. Jo, das war das Level. Aber auch ein echt schönes Level. Ja, dann immer her damit, Megai. Die Queue ist gerade leer. Kannst direkt mal raushauen. Perfekt. PP 4 5 My best buddy the bomb. Nimm die Bombe vom Anfang mit. Aber wie lange? Weil die explodiert ja, ne? Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Aber mal gucken, wie es hier... Ups, ja, das war sehr gut. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ich versuche einfach mal, die so lange mitzunehmen, wie geht, wie es geht. Weil die explodiert ja eigentlich nach nicht allzu langer Zeit, ne? Oh, toll. Ja. Ups. Nee, aber was soll ich denn da machen mit der Bombe? Sehe ich nicht. War jetzt eh schon wieder verkackt. Versuch's einfach mal ohne. Da komme ich nicht hoch. Ja. Muss durch die Tür. Ach, die resettet sich immer bei den Türen. Das wusste ich noch nicht. Krass. Das ist mir auch neu. Versuch's trotzdem einfach mal ohne. Okay. Na. Nein, verdammt. Das wäre aber auch so, das wäre cool, wenn man... Man kann ja eine Zielbedingung machen, dass man mit einem Trampolin ins Ziel kommen muss. Geht das auch mit einer Bombe? Dann könnte man nämlich so praktisch einen Speedrun daraus machen, ohne Zeitdruck zu machen. Also auf eine andere Art und Weise einfach nur. Okay. Muss ich da oben gegenspringen oder was? Nee. Nee, geht nicht. Schade. Muss ich da feststecken lassen? Ja, ja. Ah, verdammt. Ja, das hatte ich jetzt auch versucht. Aber explodiert die da? Bleibt der Timer dann stehen? Explodiert die nicht trotzdem? Oder werde ich dann, weil ich da fest im Block praktisch feststecke, nicht von der Bombe getroffen? Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Okay. Ah, dann muss ich schnell genug wieder zur Tür. Links und rechts drücken, dann hältst du sie hoch. Okay. Okay. Ja, ich versuch's mal. Oh, verdammt, ey. Da muss man aber ganz schön schnell sein, ne? Ja. Ja, das ist ja auch jetzt... Vermute ich jetzt einfach mal, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, dass das ja auch keine Mechanik ist, die von Nintendo so absichtlich gewollt war. Oh, lul. Nee, einmal reicht. Okay. Komisch.
Aber so, sowas hatte ich auch noch nicht. Das ist auch ein echt cooles Level. Wenn man auf solche Ideen kommt, ey. Ich finde das immer unglaublich. Hi, Maxstar. Willkommen im Stream. Bro, was kommt jetzt? Nein. Da müsste ich sie dann wahrscheinlich hochwerfen, ne? Okay, also einmal hochwerfen und dann schnell rein. Okay, verstehe. Rein in die Röhre, ja. Ich habe eher darauf geachtet, was oben bei Bob-Omb passiert, ob die wieder runterkommt oder so. Und nicht so sehr, dass die Röhre nur dann auf ist. Okay, immer ein Checkpoint. Ja. Oh, verdammt. Nein! Cheate! Eigentlich wollte ich nochmal durch die Tür, um es nochmal zu resetten, aber irgendwie hat der es nicht angenommen. Dann hatte ich nicht mehr genug Zeit. Ja, eh, richtig. Oder resetten, ne? Oh, hier rum. Oh, nein, verdammt. Einfach mal vorbeigelaufen. Da ist er explodiert, yo. Jetzt ganz schnell. Falsche Richtung. Nice, ich dachte, ich wäre schon einen Raum weiter. Ah! An den Raum habe ich gar nicht mehr gedacht. Weiß nicht, aber irgendwie gehe ich aus Gewohnheit direkt nach rechts. Keine Ahnung warum. Oh. Oh, what? Die ist explodiert, aber hat mich nicht getroffen. Das muss ja dann übelst eng gewesen sein. Ja, und hier komme ich dann nicht mehr weiter, ne? Ja. So, jetzt erstmal links. Ah, shit. Nein, verdammt. Nein. Da bin ich jetzt nach rechts gegangen, weil ich auch den Raum vergessen habe. Hab gedacht, ich wäre einen Raum weiter.
Weil jetzt aber. Uiuiui. Der ist nicht weit genug gegangen. Ah, doch. Okay. Dachte schon. Und da ist das Ziel. Jo, und damit würde ich euch einmal kurz verlassen. Ich komme sofort wieder. Bis gleich.